Also erstmal Servus, ich bin Hekel 1984 und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine Premium-Box von Good Rainer. Nummer 42 von 125 und danke für Max fürs Einpacken. Das wollen wir gleich mal aufmachen. Spannung ist groß. Thema Retro. Was der Spruch da oben gut. So. Ich bin gespannt, was da reingepackt hat. Das ist meine erste Premium-Box mit. Ja. Puffern! 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 Jede Menge Puffer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, man sieht hier in erster Linie, ich bin pufferreich. Dann trauen wir dich zu den anderen, dass du nicht traurig bist. Okay, was haben wir hier als erstes? Auf jeden Fall erstmal alles voller Puffer, wie immer. Und zwar eine Pixeluhr. Ja, gut so. Okay, macht sich hier in meinem Zimmer bestimmt toll. Ein gelber Geist von Pac-Man. Macht keinen Ton, nein. Was haben wir denn hier? Eiswürfelformen im Pac-Man-Style. Nein, Entschuldigung. Da muss ich jetzt mal selber reingucken. Ist sogar hier in Space Invader. Space Invader Eiswürfelform. Packen wir gleich wieder ein. Erst einmal. Oh, viel Pac-Man hier drin. Ein Pac-Man-Glas. Je nachdem, ob es heiß oder kalt ist, ändert es die Farbe. Tetris Lichterblöcke. Ah, jetzt haben wir was. Ein roter Geist! Pass auf von da oben. Da habe ich nämlich eine komplette Wand tattoo. Ist noch irgendwas drin? So, und jetzt noch einen kleinen Cut. Habe ich jetzt die Schachtel mal kurz ausgeleert. Was ich natürlich vermisse, ist diese Karte, die immer dabei ist, wo zeigt, was ist noch alles drin oder was ist dabei, was kostet es. Vielleicht so eine kleine Geschichte, wie immer bei den Loot Raider dabei ist, warum das dabei ist und so. Aber okay, also, wie schon gesagt, wir haben hier ein kalt-warm-Wechselglas von Pac-Man. Sieht hier die zwei Geister. Kann man sogar ans Fenster oder ans Auto pappen. Diese Dinge hier. Von Tetris, die Blöcke. Bei Info, Tetris heißt eigentlich nichts anderes wie 4. Darum bestehen alle Tetris-Blöcke immer aus 4 Stücken. Dann hier die Eiswürfelform von Space Invader. Und diese eigentlich recht geile Pixeluhr.
muss ich sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Box, auf jeden Fall. Und beim Ausleeren von dem Karton habe ich ganz am oben etwas festgeklebt gefunden. Eine Batterie. Wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wo die dazugehört. Wahrscheinlich natürlich entweder zu der Uhr oder zu den Tetris-Blöcken. Aber wenn mal wieder, ich muss jetzt sagen, wenn wieder ein interessantes Thema ist, werde ich mir die Premium-Box sicher wiederholen. Ich bereue es fast, dass ich die Nintendo-Box nicht geholt habe. Aber ich bin hier damit vollends zufrieden. Na gut, dann baue ich das noch auf und mache ein schönes Bild für euch noch, dass ihr das noch zum Schluss noch angucken könnt. Und ja, jetzt sieht man sich in späteren Videos. Also, ciao.